Objekten oder Gravieren erhalten. Es handelt sich um den Auffero Laser 2 der Firma Ortur. Dieses Modell ist sowohl preislich als auch von der Ausstattung her zwischen dem von mir getesteten Laser Master 2 Pro und dem Auffero Laser 1 angesiedelt. In einem zweiten Paket waren verschiedene Materialien, welche die Maschine bearbeiten kann, einige davon bereits mit Beispielgrafiken versehen. Auch der Auffero Laser 2 nutzt die Open Source Firmware Gabel, sodass ich diesen Test dazu genutzt habe, an meiner Software zum Betrieb dieser Geräte weiterzuschreiben. Geliefert wird der Laser 2 weitgehend vormontiert. Lediglich der Rahmen muss verschraubt, die X-Achse angebracht und ein paar Stecker müssen miteinander verbunden werden, der Aufbau ist schnell erledigt. Auch beim Laser 2 befindet sich der bekannte ESP32 Mikrocontroller auf dem Mainboard. Die Elektronik dürfte weitgehend identisch mit der des Laser 1 sein, lediglich das A hinter der Versionsnummer lässt vermuten, dass Kleinigkeiten geändert wurden. Als Lasermodule können die drei Versionen, die ich bereits in meinem Video zum Laser 1 vorgestellt habe, geordert werden. In meinem Paket befand sich das LU2-4SF mit einer Laserleistung von 5,5 Watt bei einer elektrischen Eingangsleistung von etwa 16 Watt. Die Brennweite des Lasermoduls beträgt 30 mm, das SF in der Typbezeichnung steht für Short Focus, also kurze Brennweite. Die rote Schutzhülle an der Unterseite des Lasermoduls wird mit Hilfe von 4 kleinen Magneten festgehalten. Zum korrekten Fokussieren muss eine 3 mm Lücke zwischen Unterkante des Schutzes und dem zu bearbeitenden Werkstück verbleiben, was mit Hilfe eines Distanzstückes aus Kunststoff eingestellt wird. Das Lasermodul wird längs der X-Achse bewegt, geführt von kugelgelagerten Kunststoffrollen an einem 20×20 mm Aluprofil. Die Traverse mit der X-Achse wird längs der Y-Achse geführt. Es befinden sich zwei Schrittmotoren an den gegenüberliegenden Seiten der Y-Achse. Beim Laser Master 2 Pro werden die beiden Zahnriemen mit einer Rundstange von nur einem Schrittmotor angetrieben. Der Vorteil in der Verwendung von zwei Schrittmotoren liegt darin, dass die relativ schwere Traverse der X-Achse etwas schneller bewegt werden kann. Nachteilig ist, dass die beiden Enden der X-Achse bei abgeschalteten Schrittmotoren nicht synchron zueinander bewegt werden können, womit diese mitunter nicht mehr rechtwinklig zur Y-Achse verläuft. Sind die Schrittmotoren im laufenden Betrieb eingeschaltet, kann es nicht zu einem derartigen Verwinden der X-Achse kommen. Man muss also darauf achten, dass die beiden Achsen vor dem Start eines Auftrages rechtwinklig zueinander ausgerichtet sind. Der Arbeitsbereich beträgt 39×39 cm und ist somit an beiden Achsen nur um 1 cm kleiner als beim Laser Master 2 Pro. Was dem Auffero Laser 2 fehlt, sind Endschalter für die beiden Achsen. Da die Hauptplatine allerdings sehr ähnlich zu der des Laser 1 ist, sollten diese nachrüstbar sein, dank Gabel als Firmware ist die softwareseitige Anpassung kein Problem. Die Ansteuerung erfolgt wie beim Laser 1 per USB-Schnittstelle sowie dem Reset-Button und dem Ein-Aus-Taster. An einer zweiten Buchse kann ein optional erhältlicher Offline-Controller angeschlossen werden, den ich allerdings nicht zugesendet bekommen habe. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 24 Volt bei bis zu 2 Ampere. Los geht's mit einem ersten Test. Ich schneide Bauteile für das Gehäuse eines Raspberry Pi aus 4 mm Pappelsperrholz. Auf einige der Bauteile graviere ich im gleichen Arbeitsschritt Grafiken auf das Sperrholz, was als erstes gemacht wird. Zur Übertragung der Daten habe ich einen alten Raspberry Pi Modell B+ an die USB-Buchse angeschlossen. Dieser eher leistungsschwache Rechenknecht ist mehr als ausreichend, um die Daten zu verarbeiten und hin zu Gabel auf dem Laser 2 zu übertragen. Als Ausgangsformat verwende ich eine Grafik, die ich mit LibreOffice Draw erstellt und im Format Scalable Vector Graphics exportiert habe. Diese SVG-Grafik wird von einem Python-Skript, das auf dem Raspberry Pi läuft, in G-Code-Befehle umgewandelt und an Gabel gesendet.
Auf dem Raspberry Pi läuft ferner der Webserver Apache, so dass Daten über ein Browser-Interface ausgetauscht werden können. Hier zu sehen mit meinem Smartphone und dem Laser 1, der ebenfalls Gabel als Firmware nutzt. Somit kann der Auvero Laser 2 mitsamt dem Raspberry Pi leicht nach draußen transportiert und dort betrieben werden. Bedenkt, dass ein Laser Materialien bearbeitet, indem diese verdampft, verbrannt oder verkohlt werden, was Dämpfe freisetzt, die alles andere als förderlich für eure Gesundheit sind. Neben einer Schutzbrille, die beim Umgang mit Lasern immer zu tragen ist, sollte für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, wenn mit einem Laserschneider gearbeitet wird. Am besten platziert man das Gerät im Freien oder zumindest direkt vor einem geöffneten Fenster. Der Auvero Laser 2 ist kinderleicht, handzuhaben, aber kein Kinderspielzeug. Wer in Innenräumen arbeiten muss, kann den Auvero Laser 2 in der von Orto angebotenen Metall-Sicherheitsbox mit integriertem Abzug betreiben, hier zu sehen mit meinem Laser Master 2 Pro. Die Metallbox besitzt natürlich auch einen Boden aus Metall, denn Laserschneiden geht ohne Kollateralschaden nur auf einer feuerfesten Unterlage. Der Laser muss das Material ja vollständig durchtrennen, die Unterlage wird somit zwangsläufig ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem fertigen Gehäuse für den Raspberry Pi erhält man einen leicht zu transportierenden Laserschneider. Als nächsten Test schneide und graviere ich erneut 4mm Sperrholz, diese Materialstärke ist gut zu verarbeiten, viel mehr geht allerdings mit diesem Lasermodul nicht. Fertig verklebt ergeben die Bauteile eine Verkleidung für einen Wecker, ein kleines Dankeschön an meine Unterstützer auf Patreon. Von den mechanischen Uhrwerken für das Innere der Box habe ich noch mehr herumliegen. Ich könnte also durchaus eine Kleinserie produzieren, die erzielten Schnitte sind präzise, der Zusammenbau macht richtig Spaß. Die fertige Uhr könnt ihr euch auf meinen Seiten ansehen. Was geht noch mit dem Auvero Laser 2? Nun, alles was andere Lasergravierer und Schneider auch können. Einiges davon habe ich mit den Vorgängern bereits gezeigt. Hier habe ich eine Klebefolie geschnitten. Sind Laserleistung und Schnittgeschwindigkeit korrekt gesetzt, wird nur die Klebefolie durchtrennt und die Trägerfolie bleibt intakt. Das Positiv kann direkt aufgeklebt werden. Während das Negativ als Lackierschablone Verwendung findet. Das Scalable Vector Graphic Format eignet sich zum Schneiden und Gravieren, während Bitmap Grafiken nur zum Gravieren geeignet sind. Diese werden zeilenweise abgearbeitet. An den dunklen Pixeln in der Vorlage wird mit dem Laser ein Punkt auf das Material gebrannt. Das funktioniert mit allen Materialien, die verkohlt werden können, wie Holz, Leder oder Kunstleder. In dem Probepack waren auch Stücke von Jeansstoff, den ich hier verwende. Zu bedenken ist allerdings, dass die Stofffasern beim Gravieren beschädigt werden. Wird die Gravur mit zu hoher Laserleistung gesetzt, so zerflettert der Stoff. Ich habe euch hiermit gewarnt, gebt mir also bitte nicht die Schuld, wenn ihr eure Lieblingshose anstatt zu gravieren zerstört habt. Wie mit allen Maschinen muss man auch bei einem Lasergravierer die Parameter testen und richtig setzen. Mit höherer Laserleistung kann der Stoff zugeschnitten werden, ihr könnt somit zumindest einen cool aussehenden Flicken für das ungewollte Loch in besagter Lieblingshose herstellen. Edelstahlgravieren geht mit voller Leistung des Lasermoduls und niedriger Vorschubgeschwindigkeit auch. Hier zu sehen auf einem Stück Edelstahlblech aus dem Probepack. Die Gravur geht nicht sehr tief in das Material, ist aber zu ertasten und vor allem klar zu erkennen. Sein Werkstück oder Edelstahlbesteck zu markieren ist möglich. Der Auvero Laser 2 ist ein flexibel einsetzbares Werkzeug, was sonst noch so geht, ist auf meinen Seiten nachzulesen.
Dort findet ihr Fotos der in diesem Video angefertigten Beispiele in hoher Auflösung, womit ihr euch ein eigenes Bild von den Möglichkeiten machen könnt, die der Laserschneider und Gravierer bietet. Da derartige Geräte nur über zwei Achsen bewegt werden, ist das Erstellen von Vorlagen recht einfach. Fotos oder Vektorgrafiken reichen aus, zur Aufbereitung der Daten wird keine Gigabytes große Software Suite benötigt. Dank der Open Source Firmware auf dem Auvero Laser 2 kann ein einfaches Python Script die Daten in Maschinebefehle wandeln und zum Laserschneider senden. Mehr dazu gibt's ebenfalls auf meinen Seiten, klickt mal rein, eine frühe Version des Skripts gibt's dort als Download. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!